Morgen, Dienstag ist es. Ja, gestern war es heiß. Wir starten heute mal mit den Morning News. Kurze Wettermeldung: strahlend blauer Himmel in der Südwestpfalz und es wird wieder heiß. Ja, sorry, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Jetzt die Kirchenglocken. Wir haben Punkt 7. Ich habe es heute echt geschafft, richtig pünktlich zu sein. Ja, viel passiert ist in der Tat gestern nicht oder andersrum. Vielleicht habe ich auch nur nicht viel mitbekommen. Ich denke, so langsam aber sicher merkt man halt auch, dass in ganz, ganz vielen Bundesländern die Sommerferien angefangen haben. Und ich bin gespannt, was ihr zu eurem Geschäft sagt. Ist es bei euch auch ruhig geworden oder habt ihr noch Alarm in der Bude? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Gestern ist auf Azilla.com, das ist ein Alibaba betriebener Blog, ein Videobericht veröffentlicht worden über Jack Ma's Engagement in Afrika. Wenn ihr euch das Video einmal anschaut, dann findet ihr dort ganz interessante Statements, insbesondere, dass Alibaba Afrika als E-Commerce-Markt der Zukunft angesehen hat. Ja, und das stimmt auch. Ich bin der Meinung, dass in der Tat Afrika bisweilen noch sehr E-Commerce-technisch unterentwickelt ist. Zwar gibt es eine hervorragende Netzabdeckung. Ich habe ja letztes Jahr selber für ein paar Wochen Afrika bereist und kann euch sagen, dass sobald drei Hütten irgendwo stehen, habt ihr dann auch schon fast 4G-Empfang. Und in den Städten, da gibt es das nicht, wie wir es hier in Deutschland kennen, dass wir dann mal eben keinen Empfang haben. Und in nahezu jedem Camp, überall, wo aber auch nur ansatzweise was los sein könnte, dort habt ihr entweder Wi-Fi oder ihr habt halt in der Tat 4G-Empfang. Ja, die Zustellung dort passiert in der Regel natürlich nicht in den jeweiligen Orten, sondern eigentlich in den großen Supermärkten. Dort wird hin zugestellt. Aber trotz alledem ist das E-Commerce-Geschäft, wenn ihr mal überlegt, welche Marktplätze dort das Geschäft machen oder wie auch die Shops aufgestellt sind, dort sehr, sehr unterentwickelt. Was ich damit sagen möchte, ist: wenn man mal das ein oder andere Mal darauf schaut, wie sich großen Märkte entwickeln oder die großen Unternehmen sich entwickeln, da kann man unter Umständen selbst als First Mover extremst viel mitnehmen. Warum verkauft ihr nicht nach Afrika? Wo sind die Hindernisse? Ich meine, viele sprechen Englisch und in Namibia habt ihr zum Beispiel auch eine extremst große deutsch sprechende Community. Und gerade aus dem Bereich der Autoteile kann ich euch sagen, dass ihr dort hervorragende Möglichkeit habt. VW und Audi ist dort gefragt und VW und Audi ist dort teuer. Als ich vergangenes Jahr in Afrika war, hatte also unser Begleiter, der uns, unser Guide, so das Wort hatte ich vermisst, einen Schaden an der Umlenkrolle der Lichtmaschine, ging zu VW, kaufte dort eben die Umlenkrolle und einen Keilrippenriemen, und der war von Meile. Wolf Gärtner, das ist eine deutsche Firma in Hamburg, die auch mit eigenen Fabriken nicht in Deutschland, aber in der Türkei vertreten sind und sehr viel halt selbst herstellen. Im Übrigen, Exkurs: Meile ist ursprünglich ein Vertragsexporteur gewesen, der für verschiedene Märkte Exklusivverträge, zum Beispiel von Elring, Kolbenschmitt, hatte. Und die Transformation und den Wandel im Markt hervorragend mitbekommen hat, beziehungsweise hervorragend gemanagt hat. Was war die Situation? Die jeweiligen Hersteller brauchten ihre Exporteure nicht mehr und wollten die Märkte selbst beackern. Folgerichtig waren die großen Exporteure in einer gewissen Not. Ihre Existenzberechtigung fing an, sich aufzulösen. Welchen Weg ist Meile gegangen? Meile hat gesagt: Okay, alles cool. Und hat genau den Schwenk mitgenutzt und hat gesagt: Okay, dann bauen wir unsere eigene Marke auf. Und was machen wir? Wir machen die Sache besser als unsere Wettbewerber. Also sprich, als die Produkthersteller, die wir bisweilen vertrieben haben. Wir richten ein Heavy-Duty-Sortiment an, HD. Das ist nicht nur in Deutschland und Europa gut angekommen, sondern auch in den internationalen Märkten. Dadurch haben sie gleichzeitig halt auch ihre
Preissituation in einem hohen Maße in den Griff bekommen. Sie haben also nicht den Preisdruck auf der einen Seite. Auf der anderen Seite können Sie in der Nähe der Erstausrüster agieren, also im Premium-Segment. Allerdings haben nicht die Eigenentwicklungskosten. Die halten sich in Grenzen, denn oftmals bei technischen Produkten ist es so, ist es nicht allzu schwierig, ein Produkt tatsächlich auch langlebiger zu machen. Ja, das ist der Exkurs dazu, wie ein mittelständiges Unternehmen es geschafft hat, sich veränderten Marktbedingungen sehr, sehr gut anzupassen. Kommen wir wieder zurück zu Alibaba und Afrika. Ja, was macht Alibaba? Alibaba lädt die einen oder anderen Gründer in Afrika nach China, nach Hangzhou ein und veranstaltet dort für sie einen mehrtägigen Workshop, wo sie dann den E-Commerce lernen können. Am Ende des Tages alles fein, alles prima, ganz hervorragend, dass solche großen Unternehmen die Märkte beackern. Wir selbst sollten eigentlich daraus lernen, okay, lasst uns doch auch einmal entdecken, wo wir Chancen haben. Ich hatte vor zwei Wochen war es, wo ich in Köln zu einem Workshop mit der EU-Kommission war, unter anderem auch ein Gespräch mit einem DHL-Vertreter, der sagte, pass mal auf, weißt du, wie wir messen, ob die E-Commerce-Märkte gut entwickelt sind oder wie sie entwickelt sind und welches Potenzial wir sehen. Wir rechnen uns aus, das Verhältnis Paketvolumen zu und pro Einwohner. Hier in Deutschland empfängt jeder Einwohner, egal ob Kind, Oma, Opa, völlig egal, rund 20 Pakete im Jahr. Ich glaube, es war im Jahr. Und in Italien und Spanien sind es zum Beispiel nur 7, beziehungsweise in Italien 9. Das ist eigentlich eine großartige Zahl. Und diese Zahl lässt sich auch, denke ich mir, relativ leicht öffentlich selbst generieren. Aber für euch ist das halt ein ganz hervorragender Indikator, zu schauen, okay, lohnt sich der Markt oder lohnt sich der Markt nicht? Ich meine, wir sind uns alle einig, auf kurz oder lang wird sich jeder Binnenmarkt für den E-Commerce öffnen, beziehungsweise wird von den Konsumenten verlangt, früher oder später. Wer es jetzt allerdings schafft, in einer recht frühen Phase bereits präsent zu sein, hat mehr als großartige Möglichkeiten, auch nochmal so eine zweite Wachstumsstory aufs Parkett zu legen, wie wir es eigentlich alle hatten, zumindest die früh dabei waren, mit eBay. Meine eBay ist komplexer geworden, die Marktplätze, der gesamte E-Commerce ist komplexer geworden, herausfordernder geworden. Und wer früh dabei war, der konnte das ein oder andere Schäfchen ins Trockene bringen. Ja, Florian Kolff vom Handelsblatt hatte denn dann eine sehr schöne Idee aufgeworfen. In Analogie zu Microsoft fragte er sich, ob die Wettbewerbsbehörden nicht die Gefahr von Amazon unterschätzen. Und er interpretierte in Amazon eine sogenannte eine Monopolgefahr. Warum? Er sagte, okay, auch Amazon betreibt Bündelungen, ähnlich wie es seinerzeit ein Microsoft, ich muss gleich mal einen Kaffee trinken, wie es seinerzeit Microsoft tat mit seinem Browser. Und bei Amazon ist es halt nicht der Browser, dort ist es halt die Produktlieferung, das Produktangebot gebündelt, zum Beispiel mit dem Prime-Programm. Das führt letzten Endes dazu, dass die Verbraucher gar nicht mehr den Willen haben, aus dem Amazon-Ökosystem rauszugehen, sondern im Gegenteil mit einer hohen Loyalität weiterhin innerhalb dieses Ökosystems die entsprechenden Services konsumieren. Ja, ganz schräg ist die Idee nicht. Hat er mit Sicherheit recht. Ich möchte auch da eigentlich einen ganz anderen Aspekt beleuchten. Ich stelle mir ja nicht immer die Frage, oder ich stelle mir eigentlich häufiger mal die Frage, warum hat es überhaupt ein Unternehmen geschafft, so groß zu werden? Ist es jetzt deshalb, weil das Unternehmen per se schlecht ist, unfair war, sich in einem hohen Maße einen Markt eingekauft hat? Oder aber liegt es schlicht und ergreifend daran, dass das gesamte Wettbewerbsumfeld, in diesem Falle fast eine ganze Branche, einfach alles verschlafen hat? Und gerade bei Amazon, ja, ihr habt es alle verschlafen, gerade die Großen.
Wie selbstgefällig gab es doch Äußerungen, ja, Amazon, das kann nicht unser Konkurrent sein. Und jetzt wurden Leute entlassen, Filialen geschlossen und, und. Nicht nur eine dieser Äußerungen passierte. Das bedeutet, die Chance auf ein Monopol auf der einen Seite bedeutet auch immer ein massives Versagen auf der anderen Seite. Und ich habe so meine Bedenken, dass unsere deutsche Industrie, unser deutscher Handel das schon bis zum Schluss verstanden hat. Wenn ich mir so die ein oder anderen Verbandstätigkeit anschaue, brauche ich nur ins Apothekenumfeld reinzuschauen, bin ich in einem hohen Maße schockiert, wie sehr man sich dort gegen das Internet wehrt. Und ich meine, wir alle bekommen das mit. Amazon wird aktiv werden im Healthcare-Sortiment und glaubt mir, sie werden erfolgreich sein. Genauso gut wie Amazon es im Versicherungsgeschäft sein wird, da brauchen wir uns überhaupt gar keine Gedanken machen. Ja, ob tatsächlich eine Monopolgefahr vorliegt, ich weiß es nicht. Bin mir auch unsicher, es fühlt sich nicht so gut an für mich, wenn man immer schnell nach der Monopolkommission bzw. nach dem Kartellamt fragt, um sein eigenes Versagen so zu kaschieren. Ich glaube nicht, dass das unbedingt so Not tut. Aber muss ich da auch ganz ehrlich sagen, fehlen mir auch am Ende des Tages die Zahlen, um das auch valide bewerten zu können. Das auch nochmal deutlich zu sagen, die Wahrnehmung von Amazon sei dominant und sei mittlerweile bei einem Marktvolumen angekommen von 60-70%. Ich halte das für kritisch. Ich weiß nicht, ob man dort jetzt nicht mit gezielt platzierten und auch sehr subtil platzierten Zahlen versucht, in der Tat hier Dinge selbst zum Werkzeug zu machen. Also sprich, die Marktmacht jetzt dafür schlicht und ergreifend missbraucht, sie ist ja nicht vorhanden, missbraucht für eigene Zwecke und Amazon mit Gewalt ein bisschen aufzuschubsen. Ich weiß es nicht. Ja, übermorgen ist es dann soweit, die nächsten Quartalszahlen von Amazon werden veröffentlicht. Was dürfen wir erwarten? Was wird kommen? Ja, ich denke, allzu viele Überraschungen wird es nicht geben. Wie gewohnt wird Amazon ein sehr, sehr gutes Quartal präsentieren. Es wird die Analystenerwartungen bestätigen, vielleicht sogar leicht übertreffen. Ich vermute sogar leicht übertreffen. Und die Amazon-Aktie wird wahrscheinlich erneut auf einen Allzeithoch wachsen. Und alle werden sich darüber wieder beschweren, dass Jeff Bezos der reichste Mann der Welt ist. Gut, dem ist so. Ich gönne es ihm im Übrigen. Ich meine mal ganz im Ernst, der Jeff Bezos ist so in etwa in unserem oder in meinem Alter. Ich glaube, er ist ein paar Jährchen älter als ich. Was dieser Mann geschafft hat, das ist so unfassbar fucking cool. Allertiefsten Respekt vor. Und was muss dieser Mann für geile Skills haben? Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich mich morgens hinsetze und sage, boah, alles andere ist mir jetzt scheißegal, go. Wie viele Widerstände muss er in der Tat gemeistert haben und wie viele Entscheidungen hat er getroffen, die wirklich alle richtig waren, um jetzt da zu sein, wo er ist. Ganz, ganz hervorragend. Kommen wir zu eBay. Ja, eBay hat jetzt auch in Deutschland oder wird zum, meine Güte, ich habe es heute irgendwie nicht mit den Sätzen, ne? Also eBay hat kürzlich in UK ein Local Service Ad Programm gestartet, darüber berichtete Wortfilter auch zuerst. Und dieses kommt jetzt auch nach Deutschland. Und zwar wird es so aussehen, dass ihr auf der Startseite und auf der Produkt-Suchergebnisseite verschiedene Ads schalten könnt. Ihr seid in der Lage, halt klar zu targeten, nach Alter, Region und von Beginn an. Und dort können zum Beispiel Handwerker ihre Dienste zu den entsprechenden Services, zu den entsprechenden Produkten anbieten. Aber auch ihr als Händler könnt am Ende des Tages diese Ad-Funktion nutzen und eure Produkte bewerben, eure Shops bewerben. Ihr dürft da natürlich klar, logischerweise auch außerhalb von eBay Werbung machen. Eine Landingpage, ich habe es noch nicht geprüft, ganz ehrlich, habe ich verpeilt. Ich weiß noch nicht, ob es eine Landingpage gibt. Jedenfalls gibt es ein großartiges Interview mit der Internet World über diesen Service. Das Video ist unterhalb dieses Videos verlinkt.
Ja, und als letztes noch in China werden die Frachtraten billiger, so ermittelt jedenfalls die Financial Times. Und zwar hat sie seit geraumer Zeit einen Frachtindex gebildet und beobachtet hier, dass der Frachtindex nach unten geht. Als Grund wird angegeben, nicht steigende Energiekosten, sondern fallende Frachtraten. So, und das war's jetzt auch mit den Morning News. Ich bin froh, dass ich raus bin. Irgendwie war ich heute nicht so gut, jedenfalls was die Sätze angeht. Verpeilt habe ich hoffentlich nichts. Doch, Michael wird heute Abend 22 Uhr hoffentlich die Keynote von der eBay Open 2018 in Las Vegas live streamen. Eine Veranstaltung hat er ja angelegt und naja, ich werde sie mit Sicherheit auch noch ein paar Mal in den Gruppen teilen. Ansonsten nochmal der Hinweis, 29. September E-Commerce live. Ihr könnt 39 Euro Tickets euch ergattern, wenn ihr den Link unterhalb des Videos benutzt und als Code Morning News eingebt. Ja, und auch nicht vergessen möchte ich euch, darauf hinzuweisen, dass es einen Monat später in Berlin den Tag des Onlinehandels TDOH gibt. Hier wisst ihr ja, Panda Black wird gelauncht. China steht massivst im Thema. Und ja, ich freue mich drauf. Okidoki, das war's dann aber auch. Habt einen großartigen Tag. Lasst euch durch die Hitze nicht allzu klein kriegen. Und ich wünsche euch heute Abend ja jetzt schon ein kühles Kölsch. Bis dann. Tschüss.